Hey Leute, ich bin André und willkommen zu einem meiner Lieblingsspiele, Terraria. Terraria spiele ich schon haufenweise an Jahre und endlich wird es Zeit für ein richtiges, gutes Let's Play. Ich habe vor 3 Jahren mal ein anderes gemacht, ein Terraria Let's Play. Das lief aber nicht so gut, weil ich zu der Zeit noch nicht richtig gutes Equipment hatte oder halt auch ein Aufnahmeprogramm. Aber jetzt geht's richtig los mit dem Ranger Playthrough. Ja, Ranger Playthrough, es ist kein Basic Terraria Playthrough, von wegen, yo, ich benutze alle Waffen. Ich benutze nur Fernkampf. Und fangen wir einfach mal an. Wenn dieses Video hochgeladen wird, läuft noch mein Expert Let's Play. Aber keine Sorge, machen wir uns mal einen Charakter. Also, das ist natürlich der erste Schritt, in eine richtige neue Welt reinzukommen. Ja, komm. Machen wir mal grün. Für die Grünalgenkugeln. Augen. Blau. Mehr sieht man ja auch nicht von einem Charakter. Das wird kein Expert-Mode-Let's Play. Genauso wenig wird das hier Medium-Core oder Hardcore. Es wird Softcore. Und bleiben wir mal bei Ranger. Ja, hier haben wir unseren Ranger. Favorisiere ich den mal. Aber wir brauchen auch eine Welt. Wir nehmen eine große. Und ich überlege gerade, was am besten wäre. Also hier hat... wir hätten zwar die Muskete. Aber wir hätten auch hier andere Sachen. Nehmen wir Corruption, das gute Basic alte Corruption, und nehmen wir unsere Welt Ranger. Also, während dieser Welt lädt, erkläre ich ein bisschen über das Let's Play. Ja, hier seht ihr schon mein Overlay, schön mit einem GIF an der Seite und Terraria in der Mitte. Ja, ich kann das jederzeit ändern, aber ich lasse das erstmal so. Ranger, sollte ich die allererste Fernkampfwaffe haben, dann werde ich direkt alle anderen Waffen wegwerfen. Schwerter. Ja. Schwerter werde ich dann haufenweise wegwerfen. Zuerst, wichtig, Häuser. Als nächstes, mein Plan ist es, hier, wie heißt, die Muskete zu bekommen, denn mit der Muskete kann das richtig anfangen. Und wenn ich genug Geld habe, kann ich dann sogar auch schon eine Mini-High kaufen. Magische Waffen, wie die... Hier, wie heißt's? Wie die Raygun. Die werde ich nicht benutzen. Alles, was mit Mana zu tun hat, oder wo steht Melee Damage, werde ich nicht benutzen. Genauso wenig wie das Miaumeer. Aber starten wir erstmal unsere Welt. Und wir haben Harley. Okay. Das erste in der Terraria-Welt, Sachen abbauen. Das ist sehr wichtig, denn wir brauchen Holz und... Holz ist generell wichtig, weil wir brauchen Häuser. Wichtig, ich baue sehr viele Häuser am Anfang. 4 mache ich zuerst. 4 kleinere Häuser. Ja. Und dann wird es wichtig, Bomben zu finden. Denn mit Bomben können wir halt uns weitersprengen. So gesagt. Wir brauchen größere Bäume. Das dauert sonst ewig. Und da ist direkt ein Vogel und unser erstes Heilungs-Item. Autopause bleibt mal an, denn das ist sehr wichtig. Da ist direkt Blei. Und ich habe vergessen, was zu sagen. Ich benutze Mods. Ich benutze 3 Mods. Die erste, Vein Miner. Vein Miner ist, wenn ich eine Taste gedrückt habe und einen bestimmten Block ausgewählt habe, meint er sich automatisch. Das erspart wesentlich viel Zeit. Und Itemrezepte. Sollte ich mal etwas nicht wissen, dann geht es einfach schnell, indem ich Pilz... Material. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit Pilzen machen kann. Packe ich hier rein und sehe alles, was ich damit machen kann.
Glibber. Ich sehe alles, was ich mit Glibber machen kann. Zink. Zinkbarren. Oh, Topazstab. Perfekt. Und die letzte Mod ist die hier, wie heißt sie? Boss. Es ist eine Bossliste. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier sehe ich halt Kingslime. Oh, okay. Auf erstes meiner Liste. Kann ich abhaken, wenn ich den besiegt habe. Das wird automatisch abgehakt. Übrigens. Ich habe Sachen wie Stein übrigens nicht ausgewählt, denn das wäre ein bisschen OP. Das wäre ein bisschen schlimm, wenn ich zum Beispiel Stein ausgewählt habe. Ich bin im Untergrund und dort gibt es haufenweise an Steinen. Das wäre nicht cool. Was habe ich jetzt eingefügt? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, da seht ihr schon. Das passiert, wenn ich nicht aufpasse. Ich hoffe, das geht mal nicht weiter. Das wäre eine Katastrophe. Okay. Passiert. Ja, da sieht man schon. Ja. ich möchte nur sagen, das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Egal. Es ist jetzt zu spät. Wir können dagegen nichts machen. Wir können froh sein, dass wir daraus lernen. Auch wenn das ziemlich blöd war. Übrigens, Wurfwaffen nehme ich. Bögen sind erlaubt. Schusswaffen auch. Ich könnte ein Throwing Let's Play machen, aber das würde ewig dauern und das wäre hart wie Sau. Denn den Moonlord dabei zu besiegen, wenn man nicht gerade so gute... Das Schleims haut ab. Ich hole mir übrigens kein Holzschwert. Habe ich schon eine Bombe? Nein. Ich habe Seil. Seil, perfekt. Da unten ist übrigens unser erstes Haus. Erkunden wir einfach. Wenn wir eine Flaregun finden, zählt das auch. Denn eine Flaregun ist halt auch eine Fernkampfwaffe. Ich könnte eine Schneeballkanone suchen. Boomerang. Okay, wir haben unsere erste Waffe. Es zählt als Melee. Nein, doch nicht. Zählt als Melee. Und da zählt es nochmal als Melee. Was haben wir hier? Geil. Ich spiele übrigens Terraria auf Englisch, also solltet ihr einige Items, die deutschen Begriffe nicht kennen und könnt vielleicht Items nur an deren Namen wiedererkennen, dann ist das schlecht, denn ich kenne die nämlich... Oh, da haben wir unsere erste Waffe. Oh, das war ein schlechtes Schwert. Shameful. Shame on you. Okay, wir haben unsere allererste Waffe und hier ist die Wüste. Oh nein. Oh. Ich dachte gerade echt, der Boulder würde mich treffen. Egal. Leute, 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 es läuft gut, es läuft gut. Cloud in a Bottle. Perfekt. Spinnen wir. Oh, da ist ein Amboss. Nehme ich den auch direkt mit. So, die kann weg, denn da, ihr habt Eisenboulder. So, hier ist auch eine Druckplatte. Sollte ich drauf achten. Runter. Upsi. Ja, hier ist überall gefahren. Hier sind überall gefahren. Macht nichts. Wir könnten uns verteidigen. Das Problem ist, wir haben noch keine Kugeln. Das meint auch Stein. Ja, Entschuldigung. Ich muss das erstmal von der Whitelist setzen. Okay, ich weiß jetzt, das passiert mir jetzt auch nicht nochmal. Und zwar mit den Samen hier können wir auch schießen.
Cool. Okay, ist jetzt abgesetzt. Macht nichts, macht nichts. Diese Löcher, die werde ich vielleicht auffüllen. Bald mal. Tut mir leid, Hase. Da, welches ich ermordet habe. So ist das Leben eben. Morgen wird Regen geben. Bauen wir unser allererstes Haus. Auch wenn es ein kleines ist. Es reicht. Klein, aber fein. So, ich mach mal noch ein paar mehr Fackeln. Eine Holzwerkbank. Und da ist direkt ein Schleim. Das macht gar nicht mal so schlechten Schaden. Color me surprised. Okay, zwei Türen. Fackel, Fackel. Fackel. Fackel, Fackel. Kann hier direkt. Nein, natürlich nicht. Da fehlt eine Wand. Was versuche ich überhaupt? Da fehlt eine Wand. Da passt natürlich keiner rein. So, Silber haben wir. Blei haben wir auch ein bisschen. Und wie kommt das Schleimteil hier rein? Peng. 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 Ups. Buja! Ich gehe gleich noch Munition farmen. Aber zuerst. Das zählt übrigens schon als genug. Und der Amboss passt auch rein. Gut, dass ich mir einen Amboss geklaut habe. Leute, unser allererstes Haus. Yippie-yay! Das Haus ist sogar passend. Cool. Schritt 1, gut, bessere Axt. 40 Axtpower, 50 Axtpower, 50 Axtpower. Joseph! Joseph Joestar? Leute, ist das Joseph Joestar? Falls ihr JoJo's Bizarre Adventure nicht gesehen habt, kein Problem, müsst ihr nicht verstehen. Ist nur mein Lieblings-JoJo aus dem ganzen Universum von JoJo's Bizarre Adventure. Ist ein sehr guter Anime. Schaut ihn euch an. Eine faule. Okay. Hallo, Joseph. Ja. Brauche ich nicht. Leute, Leute, wir haben schon unser allerersten NPC. Das ist super. Naja, wir haben zwei, aber halt der Guide. Der zählt nicht, weil das ist der erste. Ich zähle den einfach mal nicht mit. So, Erze und so packen wir hier hin. Und da ist direkt ein Geier. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Gesniped! Hallo, Ameislöwe. Perfekt! Oh, ja, Kaktusrüstung. Wichtig, wichtig. Ja, ich nehme Sand auch mal von der Whitelist, denn wir möchten nicht dass das gleiche wie mit Sand passiert, mit Stein und so, wie von gerade. Ihr erinnert euch. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. So, perfekt. Ich überlege, dass jede Folge so 20 bis 30 Minuten lang wird, damit die Folgen nicht zu kurz sind, aber dann sitzt du auch nicht zu lang. Regelmäßig kommen so ein paar Tagen Folgen. Ich überlege in der Woche eine bis zwei. Und wir werden natürlich bis zum Moonlord kommen. Und den dann auch halt besiegen mit Fernkampfwaffen. Mein Plan ist es dann halt, den Vortex-Pillar zuerst zu besiegen, wenn das Luna-Event stattfindet. Das ist natürlich klar. Denn der Vortex. Die Rüstung, die Vortex-Rüstung seht ihr schon oben rechts. Wenn wir diese haben, ist das Let's Play beendet. Und wir haben es geschafft.
Okay, das ist nicht gut. Ich muss das Haus später erweitern. Oder halt ein Bett craften. Aber bis dahin. Kaktushelm. Kaktusbrustplatte. Und die Leggings. Leute, Leute. Es kommt sehr gut voran. Bauen wir auch direkt mal unser zweites Häuschen. Oder unsere zweite Etage, wenn man es so möchte. Ah, Terraria macht Spaß. Sehr viel sogar. Natürlich wird das ein bisschen. Oh, ich habe ja einen Bogen. Hey! Das heißt, wir können uns jetzt richtig verteidigen. Fesseln. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ah, Leute, Leute. Das ist super. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ist eure Lieblingsklasse aus Terraria? Meine ist Magier und Ranger. Natürlich, beide teilen sich einen Platz. Aber das ist ja eine gute Sache. Bald wird das Gleiche auch mit Magier kommen. Sehr wahrscheinlich. So, dann brauche ich die Schuriken auch gar nicht. Granaten? Ja. Oh, das sieht hässlich aus. Oh, Sternschnuppe. Werden wir nicht brauchen? Aber werden wir brauchen. Denn immerhin gibt es ja auch. Hier, wie heißt's? Die Sternkanone. Und die wird für die Fleischwand sehr wichtig. Weil die macht verdammt viel Schaden. Wir brauchen auch so früh wie möglich einen Endhaken. Und ich benutze die Axt, um die Seeds zu sammeln. Denn damit geht das sehr gut. Denn das ist auch Munition. Ei, ei, Captain, das wird super. Dieses Let's Play. Wir kommen schon echt gut voran, muss ich sagen. Und hier ist das Corruption-Biom. Habe ich schon Bomben? Nein, habe ich nicht. Ups. Hallo. Ja, ciao. Die Musik von diesem Biom ist super. Ja. Fa. Ich habe das überlebt. Ist hier eine Truhe? Nein. Weg mit dir, Evil Scum. Das Auge von Cthulhu wird auch eins meiner Main Goals. So früh wie möglich, denn ich brauche. Oh, erste Lebenskristall. Cool. Und Goldruhe. Mit magischem Spiegel. Das heißt, diese Recall Potions können wir loswerden. Leute, das ist. Ohne Witz, das ist ein perfekter erster Part. Ich muss halt nur hier rüberkommen. Also, was ich mir jetzt erhoffe, ist, viele Lebenskristalle zu finden. Und ich werde. Oh. Juwele. Das sind Saphire. Ne? Ja. Aber wir brauchen noch fünf. Wir brauchen noch fünf Saphire und dann können wir uns unseren allerersten Enterhaken herstellen. Und hier ist Blei. Wie jeder weiß, Blei ist wichtig. Blei ist sehr wichtig, damit wir Sachen herstellen können. Also Boss-Spawner. Und man kann nie zu viel Erz haben. Wenn man doch genug hat, verkaufen. Habe ich einen Strahlentrank? Reisen wir durch. Oh. Spinnbiom. Können wir uns hier nicht vielleicht doch einen Enterhaken abholen? Obwohl, ist hier ein Spinnbiom?
Ah, nee. Aber halt ein Haus. Mit einem Band der Regeneration. Ich nehme auch mal die Truhen mit, denn Truhen gleich wichtig. Fürs Einlagern. Oh. So, zum Thema Einlagern. Da haben wir schon mal echt viele Materialien, die wir später sogar einlagern können. Platin. Star Platinum. Ha, Leute, Leute. Ich kann das nicht so oft erwähnen. Das ist perfekt. Silber, Platin, Topas. So, mal gucken. Gibt es hier sonst noch was? Ja, Juwelen. Sehr viele. Hopp, hopp, hopp. Und Lebenskristall. Und ein Lebenskristall. Die Amethysts. Ja, nehme ich gleich mit. Und da ist noch. Oh, so viel Erz in. Upsi. Ein roter Schleim. Okay, dann. Geh einfach weg. Dein Leben ist hier immerhin wichtig. Und noch mehr Platin. Und noch mehr Blei. Wir können uns gleich so viel craften. Also dann ab direkt nach Hause. Whoop. Ja, die Tür, das muss ich noch gleich ändern. Aber passt schon, passt schon. Zuerst baue ich mir mal hier Holzplattformen, damit ich hier eine. Nein. Hier eine Truhe hinpacken kann. Und hier kommt dann die nächste Etage hin. Währenddessen decke ich das erstmal ab, weil ich glaube, Zombies können da durch. So. Zinn. Dazu noch ein bisschen Blei. Wieso kriege ich immer Blei? Ich habe so selten Eisen. Silber. Ups. Okay. Und Platin. Silber packe ich mal hier hin. Was könnten wir uns machen? Ein Platinbogen. Viel besser als mein Zinnbogen. So, normaler Platinbogen. Ein Saphirstab. Lohnt sich nicht. Wir brauchen noch einen Hammer. Ja, wir können die Blowpipe wegwerfen. Aber ich mache ein Museum sehr wahrscheinlich mit der Reihenfolge unserer Waffen. Das heißt, erste Waffe, Blowpipe. Zweite Waffe, Pointy Tin Bow. Und Joseph, Joestar. Für mich bist du ab sofort Joestar. So. Verkaufen wir ein paar Sachen. Und unsere Lebenskristalle. 160 Leben. Oh, das ist super. Also Leute, dann würde ich sagen, das war's für den allerersten Part von dem Ranger Playthrough in dem Spiel Terraria. Wenn es euch gefallen hat, ich kümmere mich erstmal um diese Mistviecher an Zombies. Oh, cool. Dankeschön. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, drückt die Glocke, um die späteren Parts des Playthroughs nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao, Leute.